Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks zur Ringmechanik. Alexander Renke hat ja neue Ringmechaniken im Shop. Die sind wunderschön, alle schön gefärbt, durchgefärbt und auch passende Hohlnieten in den passenden Farben. Ich habe euch einen Ordner mal so als Beispiel mitgebracht, weil es sicherlich Sinn macht, sich zu überlegen, wo man die Ringmechanik befestigt, ob am Buchrücken oder auf der Seite. Gerade wenn man das am Buchrücken festmacht, zieht es natürlich das Gewicht von dem Papier immer wieder mit. Ich habe jetzt hier auch eine sehr große Spirale. Die Spiralen von Alexander sind natürlich ein bisschen schmaler, da fällt es nicht ganz so ins Gewicht. Aber überlegt es euch, wo ihr das gerne hättet, auf dem Buchrücken oder auf der Seite von eurem Buch. So, nun zum Einschlagen. Wir packen das mal aus und hier seht ihr die ganzen Hohlnieten. Das ist natürlich für zwei gedacht und der Schaft der Hohlniete ist relativ lang. Das heißt, ihr dürft dann nicht zu kleine Pappe nehmen. Hier ist 2,5, geht zum Beispiel sehr gut, bis maximal 4 mm Stärke. Ich hatte mir die Anleitung von dem Blog auf der Erlebniswelt rausgesucht mit dem Buchrücken, mit doppeltem Buchrücken. Und hier habe ich die Einschlagmechanik, die man bei Alexandra im Shop bekommt. Ein Unterteil, was so leicht eingedellert ist und auch so ein Stäbchen, was auf einer Seite ganz leicht eingedellert ist. Und damit werden wir dann die Ringmechanik befestigen. In der Anleitung von dem Buch mit doppeltem Rücken ist es so, dass der Rücken halt aus zwei Teilen besteht. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich habe es einfach jetzt gemacht nach der Anleitung. Vielleicht habt ihr Lust, die Anleitung auch nochmal auszuprobieren. Und hier zeichne ich mir halt die Ringmechanik auf, einfach mit einem Stift, wo die Löcher sind. Und für die Löcher braucht ihr die kleine Einstellung der Crocodile und macht euch da zwei Löcher rein. Ich muss in dem Fall meine Löcher noch aufzeichnen auf dem zweiten Stückchen Buchrücken, weil das in der Anleitung da so vorgesehen ist. So, da kommen jetzt auch schnell noch Löcher rein und dann machen wir weiter mit dem Einschlagen der Ringmechanik. Hier nehme ich mir erstmal die langen Stifte der Ringmechanik, stecke mir die zuerst in die Löcher und positioniere mir dann die Ringmechanik oben drauf und tue mir innen die kleinen Hohlnieten mit drauf. So schaut's aus. Um natürlich die Farbe auf den Nieten ein bisschen zu schützen, stanze ich mir so ein bisschen was aus Moosgummi oder aus ganz dünnem Filz, bloß nicht so dick, also so ein Millimeter reicht da eigentlich völlig, nur damit die Farbe nicht durch das Metall absplittert. Und das tue ich mir dann unten und oben auf die Nieten drauf. Kann euch natürlich jetzt nicht zeigen, wie ich drauf rumhämmer, das geht auf dem Tisch nicht, das müsst ihr mir jetzt glauben. So, ein paar Stunden später, das Abendessen war noch dazwischen. Habe ich es jetzt endlich eingeschlagen und so schaut es dann aus. Die Ringmechanik darf dann auch nicht mehr wackeln, also es müsste so feste einschlagen, dass sie dann nicht mehr wackelt und auch beim Aufgehen nicht wieder locker wird. So, das ist das fertige Buch, das Buch mit doppeltem Rücken. Da habe ich jetzt noch nicht groß viel verziert, nur ein paar Seiten schon mal eingeheftet. Falls ihr also Lust habt, das mal nachzumachen, findet ihr das unter der Kreativzeit in der Erlebniswelt. Das verlinke ich euch auch alles in der Infobox. Nochmal so ein bisschen Tipp, wenn ihr doch mal einen Ringbuchordner bauen wollt. Hier habe ich mal einfach so aus dem Laden eins genommen, weil ich kein anderes da hatte. Das ist jetzt auf der rechten Seite befestigt und ihr müsst halt schauen, dass die Ringmechanik so viel Platz hat, dass der Deckel von oben nicht auf eure Ringmechanik drauf kommt, weil sonst irgendwann die Ringmechanik eindellert. Also das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hilft euch ein bisschen beim Einschlagen der Ringmechanik.